Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Last of Us. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Ich bin gut, nicht wahr? Das hat er drauf, das muss ich ihm lassen. Das Ding sieht nett aus. Bombe. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in ihre Nähe kommt. Oh, das ist richtig übel. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt mit L1 im Bogen geworfen oder mit R1 strategisch platziert werden. Gut, nicht explodierende Bomben können wieder eingesammelt werden. Also wir können die werfen oder einfach nur setzen. Nicht schlecht, so ein Teil. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Was geht da noch mit der Batterie? Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Na, wenigstens können wir Bill scheinbar doch vertrauen. Der scheint echt ein netter Kerl zu sein. Zum Glück. Es wäre böse, wenn es nicht so ist. Hätten wir noch weitere Probleme hier, abgesehen von diesen ganzen Infizierten. Die Soldaten sind ja erstmal raus aus der Nummer. Nee, das Ding wäre ich besser jetzt nicht. Ich schalte mal lieber wieder auf die Pistole. Nachher passiert mir ja noch ein Missgeschick. Und wir jagen uns selber in die Luft. Das wäre natürlich super sympathisch. Oh, cool. Aber richtig viel Werkzeugkrempel und ganz viele Pfeile für den Bogen, den ich unbedingt mal verwenden sollte, den Bogen. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Schrotflinte, Bogen. Wir haben mittlerweile ganz viel Ausrüstung. Also wir sind nicht mehr so schlecht ausgerüstet. Wie noch beispielsweise zu Beginn, ist natürlich klar, aber wir haben auch gut gespart wegen den ganzen lautlosen Kills. Okay, so mehr Spannung baut sich auf mit dem Bogen. Ist schon eine geile Waffe, so ein Bogen, finde ich. Ist überhaupt im Spieletrend 2013, vielleicht sogar 2012, mit Tomb Raider, mit Crysis, überall kommen sie vor, die Bögen. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast... Soll man den Stock aus dem Arsch nehmen? Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Lasst uns lieber weitergehen. Und nicht streiten. Kinder. Okay, und hier zücke ich mal lieber den Bogen, den ich unbedingt mal anwenden will. Genau wie diese Bombe. Ich verpeil das ja immer, dass ich sowas hab. Schön hast du's hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Krass, die ganze Kirche. Und hier ist der Unterschlupf. Aber scheinbar ist Bill der einzige Überlebende. Von diesem alten Unterschlupf. Okay, Zeit zu packen. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Na, das ist doch quasi um die Ecke. Aber ich bin recht froh momentan, auch wenn ein komischer Kauz ist, dass wir Bilder an der Seite haben. Wie gesagt, der kann uns echt im Kampf eine große Hilfe sein. Oh, Mann. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nicht. Wenn du meinst... Ja, eigentlich kann ich ihr da nur beipflichten, weil mittlerweile haben wir echt Schlimmeres gesehen. Wohl so verbrannte Leichen ist natürlich auch nicht gerade lecker. Ich verstehe auch, warum das Spiel eigentlich ab 18 ist, weil... Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Es ist schon ein bisschen krasser. So, Bill kennt sich da nicht mehr aus, das heißt aber, dass auch keine Fallen. Seid ruhig. Scheiße. Klicker. Klicker, da kommen sie wieder. Die ganzen Infizierten. Ich höre mal. Das scheint nur einer zu sein, oder? Wenn das nur einer ist, dann können wir dem ja richtig eins auf dem rüberhauen.
Scheiße, ich hätte mal den Basie auswechseln sollen. Der ist nicht mehr so fit. Okay, das ist nicht nur einer, glaube ich. Ich glaube, das sind noch mehrere. Also einen sehe ich auf jeden Fall. Den mache ich aus. Ich gehe mal kurz ins Menü und bastel uns mal eben schnell eine Klinge. Ja, das brauchen wir da nicht in dem Fall. Für Notfall. Scheiße. Oh mein Gott, jetzt rennt er mir genau in die... Schöner Pfeiltreffer. Und nochmal. Fuck, verfehlt. Okay. Bill macht das schon. So, vielleicht können wir unsere Pfeile wiederholen eigentlich. Schau nach, ob sie etwas dabei haben. Nimm alles mit. Ja, schon gemacht, schon getan. Sehr, sehr unfreundliche, ekelhafte, infizierte... Buah. So, hier können wir uns eine neue Waffe schnappen. Was liegt denn hier rum? Ach, können wir gar nicht. Ich dachte, das wäre eine neue... Hä? Jetzt ist plötzlich verschwunden? Da lag doch gerade noch was. Also das ist, glaube ich, auch ein Fehler gerade. Naja, was haben wir hier? Ein Ziegel. Der gute alte Ziegelstein. Immer wieder ein Freund des Abenteurers Überlebenden. Warte mal. Und noch ein Messerchen dabei, hä? Die halten jetzt doppelt so lange. So. Das lohnt sich, dass die doppelt so lange halten. So, den Bogen haben wir mal benutzt. Was hältst du denn von so einer Bombe einfach mal? Ne, die heben wir uns lieber auf für einen stärkeren Gegner, oder? Das wäre wahrscheinlich zu lächerlich bei denen. Oh. Oh, das war gut. Oh, das war gar nicht gut. Pams! Freunde. Viel knapper kann es nicht werden. No, das war wirklich übel. Hast du recht, Billy. Boy. Ah ne, das war was anderes. Okay, weiter geht's. Da warten noch einige auf uns. Leider keine Nahkampfwaffe mehr im Petto. Mal nachladen wäre nicht verkehrt, glaube ich, in diesem Fall. Wo ist Bill? Ich guck mir eben nochmal gerade die Leichen an, während Bill hier hinter diesem Grabstein hockt. Wir rennen hier gerade über einen Friedhof oder sowas. Jetzt vielleicht lenken wir die einfach mal ab. Komm, nee, wir heizen da durch. Vielleicht nehme ich mal das Molly. Mal einfach zum Probieren. Vielleicht, wenn die beiden gerade zufälligerweise nebeneinander stehen. Könnte das sein? Ja, komm. Geh ruhig zu dem anderen. Komm schon, Kleiner. Krass. Und der rennt dahin? Wie super ist das denn? Jetzt brennen die sich alle gegenseitig an. Na, das werden die nicht überleben. Oh, der kugelt richtig nieder. Geil. So ein Molotow ist sehr praktisch hier im Spiel. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. So, schauen wir uns eben noch die Leichen an. Vielleicht gibt's da noch irgendwas. Moment. Da vorne der Weg hoch. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Nein, der Weg hoch ist überwuchert, da kommen wir nicht lang. Ganz ruhig. Boah, die können wir doch so ausschalten. Sind hier noch weitere? Lauschangriff. An der Seite sind noch welche, aber die sind auch nur da am Hängen. Die verwandeln sich gerade, glaube ich. Und deswegen können wir die jetzt ganz in Ruhe ausschalten. Greifen und erwürgen. Und der andere bemerkt das nicht mal, weil die noch so in ihrer Trance sind. So, und den schnappen wir uns auch. Zack. Okay, neuer Style, ne? Der ist auch, wie es mir beliebt. Boah, das ist so krass, wenn das Blut auf die Kamera spritzt. Heftig. Okay, der ist übel, der ist übel. Scheiße, mach das fertig, das Vieh. Bill. Oh mein Gott. Der Bill macht das. Nein! Ach, du heilige Scheiße. Naja, jetzt sind wenigstens die Viecher tot. Das ist ja schon mal etwas krass. Wie schnell das gehen kann, ist einfach der Wahnsinn. Ach, hier haben wir noch ein Messer liegen, das habe ich auch übersehen. Schande über mich, das hätten wir gebrauchen können. Das hätte uns vielleicht sogar das Leben gerettet eben in der Situation.
Weil dann hätte ich den ja auskontern können mit dem Messer. Super, da sind die jetzt hier. Da streunt er darum. Ja, was schiebt er denn da vor sich her, der Kleine? Der Klicker. So, und wir müssen jetzt hier am... Oha, oha. Irgendwie an der Seite entlang. Ich muss ihn nicht direkt die komplette Konfrontation heraufbeschwören. Ich bin ja für gute Nachbarschaft und so. Was haben wir denn da Schönes? Oh, hier gibt es noch eine Konserve. Die können wir sogar gebrauchen. Rein damit. Eben mal schnell eine Konserve genascht. Eine Flasche? Toll. Super. Nicht. Bei Flaschen freut man sich immer. Egal ob bei menschlichen oder bei... Ach, guck mal hier eine an. Oder bei bildlich gesprochenen. Oder eben bei... Vielmehr bei Flaschen halt. Bei Glasflaschen. Oder Plastikflaschen. Naja. So, ach geil. Wie wäre das denn, wenn wir jetzt den Rasenmäher uns schnappen können? Das wäre super, der Hit. Und dann damit im Rasenmäher durchhechten. Bei Left 4 Dead oder bei Dead Island könnte das sogar durchaus passieren. Durchaus realistisch sein sogar. Gut, jetzt müssen wir wieder höllisch aufpassen, dass sie uns nicht sehen, die Typen. Ich mache erstmal kurz einen Lauschangriff, bevor ich hier einfach reinrassel wieder durch die Nummer. Da ist auf jeden Fall ein unangenehmer Zeitgenosse, der gerade hier um die Ecke scheint. Und das ist einer von den Klickern. Das ist die Klickerin. Ich sehe das hier an ihrem lila Top. Komm, zack. Messer rein in die Kehle. Die Nummer wäre durch. Das war knapp. Und jetzt können wir hier vielleicht weiter. Im Haus geht es ja nicht weiter, deswegen hier durch. Boah. Okay, komm durch auch noch her. Du Arschloch. Mir reicht's mit euch. So, der nächste wäre Blatt. Oh Scheiße, komm ein Klicker. Oh Scheiße, komm ein Klicker. Shit. Okay, wo ist die Schrot? Probieren wir mal die Schrot aus. Ach so, okay. Dann. Wenn ich, ja, ich werde jetzt mal die Schrot einpacken. Könnte ich auch ein Fall erledigen? Ruhe, Klappe halten. Ja, ich muss ihr aber recht geben, ganz ehrlich. Wir könnten die gebrauchen eigentlich. Ich meine, wenn Clementine im Walking Dead schon eine Waffe tragen kann, dann könnte sie es lange. Also, die Ellie, die ist ja mein 14, ist ja kein Kind mehr. Und in so einer Welt, da hätte ich auf jeden Fall mit 14 meinem Kind eine Knarre gegeben. Das Gute ist ja, dass wir uns in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden. Und die ja alle Waffen haben, wie wir wissen. Selbst die Kinder haben ja hier schon Knarren bekommen. Das ist eine Katastrophe einfach nur. Oh cool, hier ist noch ein bisschen Werkzeug, noch ein bisschen Krempel. Den nehmen wir natürlich auch mit. Hier sind übrigens Gasflaschen. Da vorne gerade, habe ich gesehen. An was erinnert euch das denn zufällig? Auch ein Spiel mit Infizierten bzw. Zombies. Hm? Die Rätselfrage dieser Folge, welches Game meine ich denn wohl damit, wenn ich Gasflasche sage? Cool, den nehmen wir mit. Neuen Basie können wir gebrauchen. Die Basies sind auch recht effizient. Oh, hier wurde letztens noch gegrillt. So vor 20 Jahren. Kommen wir hier rein? Die Tür scheint verschlossen zu sein. Zumindest für uns. Ups, gegen den Zaun wollte ich natürlich jetzt nicht rennen. Oh Mann, oh Mann. Weiter geht's mit unserem Spaziergang hier. In Richtung Schule, wo sich dieses Fahrzeug befinden soll. Ich hoffe, dass es sich da befindet und ich hoffe, Bill ist auch vertrauenswürdig. Cool. Na, die Pfeile nehmen wir noch mit. Wir haben ja ein paar Pfeile verprasst, aber ich wollte doch lieber, ganz ehrlich, ich wollte ja gar nicht den Bogen mitnehmen, sondern ich wollte die Flinte mal ausprobieren, weil ich die noch nicht gezeigt habe und ich glaube, die hat es in sich, die Schrot. Okay, da sind wir wieder beim Grillmeisterschaften. Da wollen wir auch nicht hin. Deswegen gehe ich jetzt mal hier lang ein bisschen, so einen kleinen Schleichweg müsste es hier doch geben, da vorne. Wahrscheinlich durch die Garage, oder? Wenn das mal eine Garage war. Ja, hier ist eine Tür. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Okay, da passen wir doch niemals durch. Höchstens Ellie würde da durchpassen. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Oh Mann. Deine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße.
Okay, ich habe hier eine schöne Schrot. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Okay, da müssen wir uns jetzt lang schleichen, aber ganz, ganz langsam und ganz sicher. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Scheiße, Mann. Wenn die Viecher hinter dir her sind, ist nicht schön. Okay, wir sind drin. Kommt, ihr beiden. Bill hält den anderen noch in Schach. Hier ist noch einer. Vielleicht kann ich den ausschalten mit dem Messerangriff. Aber dann hätte ich natürlich kein Messer mehr. Ich muss unbedingt Lauschangriff starten. Da vorne steht noch einer in der Küche. Vielleicht kann ich noch ein Messer basteln. Immerhin sind die Messer mittlerweile besser. Ja, cool. Sehr gut, das könnte uns das Leben retten. Das ist echt ein Problem, wenn die dich attackieren und dich sofort packen und du dann stirbst. Da hast du keine Schnitte, das ist nur Bill. Das ist kein Zombie, keine Sorge. Okay, dann wandere ich jetzt mal hier in das Räumchen. Und schnapp mir den Kerl. Hier ein bisschen Schrotmunition, die allerdings voll ist. Und er legt sich einfach mal unter das Bett. Ich bitte Sie. Oh, hier auch ein paar Partyfotos. Eigentlich cool, wenn man hier so ein paar private Fotos von den Entwicklern sehen würde. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dem so ist. Weil ganz ehrlich, dafür ein Fotoshooting wäre fast ideenlos. Ich finde sowas eigentlich ziemlich geil, wenn okay, du dann irgendwie so als Easter Egg die Entwickler runterbringst. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Aufs Wohnmobil und rüber. Okay. Das scheint das Wohnmobil zu sein. Puh. Sicher ist sicher. Hier ging es jetzt weiter. Wer hat das da gelassen? Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Cool, da gibt es noch ein bisschen Krempel. Ein Messer. Wunderbar. Das können wir sehr gut gebrauchen. Das bedeutet wahrscheinlich aber auch, dass mehrere Klicker kommen. Und schöner Bagger da hinten übrigens. Okay. Hilf mir hier mal kurz. Okidoki. Das werden wir machen. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Freunde, von Let's Play The Last of Us. Bis dahin. Was für eine Episode wieder. Und das ist übrigens die letzte Folge, die ich für meinen USA-Trip im Voraus produziert habe. Jetzt beginnen wieder neue Folgen, eine neue Session läuft an. Und es kann sein, dass morgen vielleicht keine Folge erscheint. Vielleicht ist sie aber auch schon da. Schaut einfach mal auf meinem Channel vorbei.